Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der Hof Bergmann Beta-Version, denn wir befinden uns in der Promotion Week, wie ihr schon mitbekommen habt, ja. Und ihr habt gesehen, in der letzten Folge haben wir uns das Baumaterial geholt und sind hier auf die Baustelle gefahren und ihr seht und hört vor allen Dingen, ja, es geht schon ordentlich zur Sache. Ich bin mit Absicht noch nicht weiter reingefahren hier in diesen Trigger, wo dieser Abladetrigger ist, denn ich möchte euch zeigen, wie bekommt ihr denn das Ganze dann auch hier vom Anhänger. Deswegen, wir fahren jetzt mal rein in den Trigger und ihr werdet sehen, ja, das Ganze wird automatisch abgeladen und geht dann natürlich auch automatisch dorthin auf die Baustelle bzw. auf dem Bauplatz, ja. Das Ganze, Bauzeit steht hier, 2 bis 3 Tage in-game, ja, deswegen lassen wir das Ganze einfach mal so tüdeln und so laufen, ja, und werden unseren Tieflader erstmal mit an den Hof nehmen, bzw. den brauchen wir nicht mehr, den fahren wir wieder zum Händler zurück, den können wir verkaufen, denn wenn wir dann beim Händler sind, gut, zwar doof, wir hätten ihn mieten können, ne, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber ja, mein Gott, passiert, ne, ist jetzt nicht der Rede wert. Deswegen fahren wir nochmal zum Händler, holen uns dort natürlich einen Anhänger, weil wir wollen ja gleich mal die Gerste in die Produktion bringen, ja, und dann geht es natürlich weiter, was brauchen wir noch für die Bierherstellung bzw. für die Brauerei, ne? Und wenn wir das soweit fertig haben, also dass da schon was drin ist, dass das läuft, dann werden wir uns unser Motorboot kaufen, ne? Was heißt Motorboot, ne? Unser Angelboot, ne? Und dann gehen wir erstmal angeln, ja? Dann geht's los mit der Räucherei, ne? Dann geht's nämlich ab zum Räuchern. Ich freue mich sehr drauf, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich freue mich sehr drauf aufs Räuchern, ne? Weil ich glaube, der Fisch ist sehr lukrativ. Ja, nicht nur als Rohfisch, ne, sondern auch als geräucherter Fisch, ne, können wir den da effektiv mit nutzen. Wenn wir hier lang fahren, seht ihr natürlich, wer es noch nicht gesehen hat, hier ist der zweite Hof, den man sich kaufen kann, wenn man das möchte, ne? Dass man jetzt nicht unbedingt auf dem großen Stadthof spielt, sondern vielleicht ja auf dem kleinen, ne? Das ist alles möglich, das ist gar kein Problem, ne? Und kann man mal gucken, so für Multiplayer oder so ist das ganz gut geeignet. So, wenn ihr den Anhänger verkaufen wollt oder generell Maschinen verkaufen wollt, ja, dann fahrt ihr hier rein, ne? So, hier machen wir das Ganze jetzt mal, dann koppeln wir das Ganze ab, fahren natürlich mit unserem Bulldog raus, weil den wollen wir ja behalten, ne? Den wollen wir ja nicht verkaufen. So, machen wir dann gleich mal hier hinter, ne? Weil da gibt es dann gleich den neuen Anhänger, den wir da mitnehmen. So, erstmal raus hier und da gehen wir zum Händlerpunkt, ne? Nicht hier vorne beim Einkaufen, sondern hier hinten, ne? Und dann einmal R drücken. Seht ihr, der Lizard-Anhänger, den verkaufen wir wieder. So, perfekt, wunderbar. Jetzt brauchen wir aber noch einen neuen Anhänger, den werden wir uns hier gleich ordern. Und da würde ich sagen, da würde ich sagen, nehmen wir uns vielleicht eventuell, kann man den Flügel aufrüsten? 30 Kubik. Ja, komm, dann nehmen wir den. Ne? Reifenvariante können wir Standard eigentlich machen. Oder? Ja, oder? Warte mal, was hat der hier? Komm, nehmen wir Standard, Plattform. Aufbaufarbe. Ah. Radnabendesign. Ah, machen wir schwarz. So. Kleine Handwerkzeuge, dann brauchen wir natürlich, ne, Besen, Schaufel, Schaufel und Besen, ne, Stützfuß manuell, automatisch, Unterbau Standard, nehmen wir verzinkten Stahl, Lenkachse, ah ne, brauchen wir nicht, Lenkachse brauchen wir nicht, Speziallackierung, brauchen wir eigentlich auch nicht, weil, nee, kein Rosa bitte, so, okay, Felgenfarbe, schwarz, Aufbaufarbe. Haben wir hier irgendwo? Fend Nature. Fend Classic, jawohl. Plane. Ja, wohl schwarz. Ja. Finden wir eigentlich. Ach komm, lass mal so. Schriftfarbe. Mach mal. Schwarz. Genau. Unterlegkeil, den machen wir rot, dass man den sieht.
Kleiderfarbe können wir. Ah, warte, die machen wir. Die machen wir silbrig, oder? Nee, die machen wir grau. Komm. Machen wir grau. Genau. So, dann haben wir hier unseren Anhänger. Den nehmen wir natürlich mit. So. Perfekt. Und dann geht's ab zum Drescher. Ah, ich denke mal, ja komm, der passt. Da geht ordentlich was rein. Da geht ordentlich was rein in das gute Ding hier. Ah. Wie die Luzi. Wunderbar. Wunderbar. So. Muss dazu sagen, mit den Mods, wo wir hier spielen, ne, also wo ich jetzt hier spiele, die gibt es so natürlich nicht zum Download, ne, ist ganz klar. Aber, weil ja sicherlich auch sich fragen, also viele sich fragen, wann kommt die Bergmann zum Download, ne, wann gibt es für alle und allem Pipapo, ne. Also es ist generell so, wir haben ja, wie schon bereits erwähnt, die Promotion Week, ne, wo wir euch das Ganze vorstellen, wo wir auch drauf eingehen, wenn ihr Fragen habt oder was ihr gerne mal sehen wollt, etc. pp, ja. Und dann wird es wohl so sein, also ich erkläre jetzt einfach mal so, wie ich mir das denke, dann wird es wohl so sein, dass wir, also dass es in die Supporter-Wochen geht, in dem Sinne, und wo es dann so sein wird, dass wenn dort alles glatt läuft, also keine Fehler weiter aufkommen, dass es dann auch nach den Supporter-Wochen für euch frei zugänglich dann auch ist. Ne? So, wie lange das Ganze dauert, kann ich euch nicht sagen. Nagelt mich auch bitte nicht drauf fest. Ja, ich denke mal, vielleicht so 3 Wochen, 2, 3 Wochen. Kann länger sein, kann kürzer sein. Ja, also da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ja, das ist einfach nur mein Empfinden. Ja, so, deswegen muss man einfach mal schauen. So, kommen wir her zu unserem Kollegen. Müssen wir mal kicken, wie er das Ganze macht jetzt hier. Er hat ja jetzt hier wieder. Warte. Warte. Ich will nämlich nicht, dass der losfährt. Deswegen soll er eigentlich im Entladen stehen bleiben. So, das war gerade ein bisschen doof. Aber der müsste gleich wieder. Ja, der müsste gleich wieder stehen bleiben hier. So. So, warte, komm. Er ist halt stur. Er ist stur wie ein Ochse. Was macht er denn jetzt? Ist klar, dass er blockiert wird, wenn er genau gegen Baum hämmert. Ach nee. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, komm. Dann tun wir ihn mal ganz kurz selber entladen. So, dann sollte das, denke ich mal, funktionieren. Ich mag ja unseren Helfer. Ne? Ich mag ihn ja. So Richard Kelvin ist das. So. Nächsten Wegpunkt. Da lassen wir ihn dann ran. So, gut. Bunkern wir das jetzt erstmal ab. Dann bringen wir das zur Verarbeitung. Ja, wo es dann weitergeht, na klar. Und dann gibt's das Boot, ja? Dann gehen wir angeln. Dann gehen wir angeln, meine Lieben. Dann gehen wir angeln. Und dann gucken wir natürlich, es gibt ja auch einen eigenen eigenen Häcksler am Hof, ne? Also hier für Hackschnitzel, ne? Häcksler in dem Sinne. Und da werden wir natürlich sehen, dass wir uns die nicht kaufen müssen. Ne? So, perfekt. Jetzt macht er hier weiter. Genau. Da wir uns die nicht kaufen wollen oder dass wir die uns die nicht kaufen müssen, ja, werden wir sehen, dass wir dann selber nochmal einen Baum umschmeißen und den natürlich dann einlagern bzw. verarbeiten. So, ins Malzwerk müssen wir jetzt hier hoch. Wir müssen jetzt runter. Feldweg, genau. Ah, komm, da fahren wir dem jetzt mal hinterher, weil wir müssen eh vor auf dem Feldweg, ne? Von daher sollte das recht gut passen. So. Können wir noch mal ein bisschen was mitnehmen, Kollege. So, komm, hau noch mal ein bisschen was rein, da bist du dann wenigstens leer. Dann hast du noch ein bisschen
Noch ein bisschen Luft. So, perfekt. Das passt. Ist klar, der Anhänger ist nicht voll, Leute. Ne? Das weiß ich. Aber ich will erstmal, dass die Produktion schon mal ein bisschen was hat zum Produzieren. Ja? Gerade wenn wir dann auch so weit sind, dass wir sagen, okay, wir spulen jetzt mal oder wir schlafen. Ne? Dass das immer gut bestückt ist und natürlich auch läuft. So, wir werden gleich hier rausömmeln. Das geht. Das können wir gleich mal so machen. Und dann geht's ab zum Malzwerk. Ist überall, da können wir gleich hier auf den Feldweg hammeln und dann passt das. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Du liebt der Laden. Müssen natürlich auch gucken, die Feldwege, ich werde es jetzt gleich wieder sehen, ja. Da freut sich die Vorderachse, weil die sind dann doch ein bisschen, hoppala. Gut, man sollte vielleicht auch über den Feldweg nicht unbedingt mit 50 Sachen drüber hämmern. Das mal dazu, weil an sich doch schon die einen oder anderen Löcher mit dabei auf dem Feldweg. Das ist halt schon eine Sache, ne? Muss man gucken. Muss man gucken. So, aber wir wollen ja schnell vorankommen, ne? Der Wind ist recht gut mit 67 km/h hin und her von A nach B. Das passt. Richtig, richtig gut und wird uns natürlich auch gut voranbringen. Ja? Weil gerade wenn wir so viel Fahrtstrecke dann auch haben, ist das schon unbedingt ein Muss. Ist klar, wir sind jetzt auch nicht voll. Ja? Das ist das andere. So. Einmal hier rein. Wir werden aber, Moment, wir werden jetzt mal ganz kurz hier hinter switchen, denn, machen wir F1 auf. Wenn wir hier hingehen, servus. Ja, servus Christi, wenn wir hier hingehen, können wir nämlich, seht ihr oben, Warenausgabe auf loses Material umschalten, wenn wir R drücken. Ja, und jetzt achtet mal auf den Punkt gerade hin. Wer es noch nicht kennt, dann geht das Ganze hier rüber und dann können wir das lose Material nämlich so mitnehmen. Das werden wir jetzt machen, denn wir werden dann erstmal wieder ein bisschen was hier produzieren lassen und werden das ganz einfach dann lose mitnehmen. Das passt recht gut, würde ich sagen. Gehen, dass wir hier jetzt gut reinkommen. Sollte das normalerweise auch passen. Dabei. Perfekt. Dann lübt das nämlich jetzt hier rein. Und dann können wir gleich mal aussteigen. Mal hergehen zu unserem Kollegen hier. Servus. Servus, Christi. Dann können wir das Ganze mit R öffnen, gehen hier drauf. Ne? Ist jetzt, wie ihr seht, Gerste haben wir ein bisschen was drin, aktivieren das Ganze. Dann läuft die Produktion jetzt. Ne? Dann bekommen wir Malz und das Ganze nehmen wir dann mit und gehen das schroten. Und wenn das Ganze dann geschrotet ist, holen wir das ab und bringen das in die Brauerei. Ja. Wie ihr seht, sehr, sehr viele Arbeitsschritte. Oder was heißt sehr, sehr viele Arbeitsschritte? Einige Arbeitsschritte, die man machen muss. Ne? Aber ich finde, genau das ist der Charme der Hof Bergmann. Nicht nur, dass es schön gestaltet ist, dass es schön angelegt ist und so, ne? Sondern auch, du hast wirklich genug zu tun, ne? Was du machen kannst und alles. Ne? Und das ist halt richtig schön. Ne? Du hast halt nicht auch nur Feldarbeit. Ne? Du hast Produktionen, wo du dich händisch drum kümmern musst. Ne? Und das, finde ich, macht das Ganze halt so spielenswert auf der Map. Ne? Also für mich persönlich. Schreibt mir da auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie dazu ist, wie ihr das so empfindet, ja, oder wie lange ihr die Bergmann schon spielt, ja, weil ist ja auch mal interessant zu wissen, wie lange spielt ihr die Bergmann schon, ja, nicht jetzt auf den 22er bezogen, sondern allgemein drauf bezogen, ja, wie lange seid ihr auf der Hof Bergmann schon zugegen, oder wie lange kennt ihr die Map schon, ja? Das wäre wohl hier Frage. So, da sind wir jetzt gleich wieder auf dem Acker. Das sollte jetzt normalerweise passen hier mit unserem Kollegen. Wir müssen auch mal sehen, ob wir denn einen Ladewagen haben. Denn das ist ja auch ganz wichtig. Wir brauchen einen guten Ladewagen, weil wir haben auch ein Strohsilo, was es vorher noch nicht gab. Habe ich euch im allerersten Video zur Vorstellung der neuen Version der Bergmann gezeigt. Ja, gibt ein Strohlager. Das können wir, logischerweise sagt der Name schon, mit Stroh füllen.
Deswegen werden wir auch weniger Ballen machen, sondern das Ganze halt eher so managen. Wenn wir Ballen brauchen, machen wir Ballen. Wenn wir keine Ballen brauchen, machen wir mit losem Stroh. Na? So, genauso werden wir das auch beim Heu machen. Wie sieht es jetzt aus mit dem Kollegen? Na? Derzeit können wir aber schon mal, wenn der sowieso gerade rumfährt, können wir schon mal unser Boot kaufen. Na? Ah, was haben wir denn? Die Seegurke, die Ananas, Seewolf, Wasserschwein, Seegurke. Ach komm, wir bleiben bei der Seegurke. Ja, so. Band Classic, jawohl. Eine Seegurke muss grün sein. Ja, und deswegen nehmen wir die auch so, wie sie ist. So, kaufen wir das Ganze schon mal. Und jetzt gucken wir dann, wie es dann weitergeht. Angelgebiet. Da müsste ja jetzt auch schon ein bisschen was da sein. So, Kollege, wie sieht es denn jetzt aus hier? Bist du ready? Ready zum Abbunkern? Oder was Phase? Muss entladen werden. Perfekt. Sehr gut. Sind wir doch schon da. Da sind wir doch schon da. So. Wunderbar. Gut. Aber, mein lieben YouTuberinos, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da, wie gesagt, geht es darum, dass wir angeln gehen. Ja. Und schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wie das Ganze funktioniert. Na, was wir da alles dafür brauchen. Bis dahin. Tschüss und ciao.